Ja, komm. Halt, warte, wenn ich wirklich. Es sind über 200. Also ich habe dann aufgehört. Ich habe dann auch 234 aufgehört. Das haben wir dann zu tun. Das musste ich mir ja nicht antun. Bam, bam, lang, bam. Für mich sieht es aus wie ein Loop, deswegen habe ich aufgehört. Ja, also es ist ein Loop. Ich dachte ja, es wäre halt sowas wie 105, also quasi irgendeine Zahl, die irgendeine Bedeutung hat, so 151 oder sowas. Aber dachte nicht bei 134, war eine 200, 324, irgendwie, es war eine hohe Zahl. Eine Steam-Aufzeichnung kann man jetzt anhören. Weiß nicht, machst du es immer noch oder hast du es schon aufgegeben? Wie ich? Eine Stunde. Yay. Das stimmt. Das ist noch nicht Level, es ist halt noch nicht Level 25, ist das Problem, ne? Hat's auch aufgegeben, okay. Das Problem ist, es ist wirklich doch erst Level 25 oder sowas. Und wir sind erst noch nicht Level 25. Okay, ich muss hart trainieren, okay. Ja, mit dem Pikachu, ja. Das ist eine Beere, okay. Das war ja süß, die Beere. Yay. Ich bin besiegt, aber ich will mich noch. Mich will doch nach Tag, ich will noch mehr. Okay, dieser Schneesturm draußen. What the fuck? Na komm, darf ich? Danke. Wunderbar. Welches Level ist denn? Ja, wenn er noch 6 Level, ne? War Level 25 war es doch gewesen, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. In der Stunde 6 Level. Oh, wie der Arsch sein Pokémon draußen hat. Hätte ich mir das herausfinden, wer stärker geworden ist. Immer habe ich die Größe und Prüfung aufgehört und das hätte mich eingekämpft. So wie es eine Oma aussieht, kommt man sicherlich vor, als würde man ein Duell in einen Westen austragen. Voll cool, aufregend. Wenn man natürlich einen fairen Kampf, also lass mich lieber den Pokémon wieder mitmachen. Ja, Level 25, genau. Perfekt. Denktag, Polizeikampf mit meiner Mama, sind wir voller Energie. Los geht's, einfach was Pikachu und Co. Lass uns zeigen, wo wir drauf haben. Hat der überhaupt einen Pikachu dabei? Warte mal kurz, der hatte bis jetzt noch keinen Pichu, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Du Arsch! Wieder kann er nichts gegen ausrichten, weil er nur Bodenattacken kann. Alter, das ist schon eine übelste hohe Zuneigung. Perfekt.
Steal it, please. Oh, das Captain hat einen Griff. Der erste von unseren Gegnern, den wir jeweils sehen. Hyperspringangriff. Den Eier vom normalen Z. Das sieht weird aus. Ich merke egal, welche normale Attacke das gewesen ist. Ah, es war ein Tackle. Ein Z-Tackle war das gewesen. GG. Warte mal kurz. Kann das überhaupt ein Tackle? Kann das nicht von Anfang an Schnabel? Ich merke gerade, dass Elektroattacken ja nur neutral sind. Weil es auch ein Pflanzen-Pokémon ist. Na egal, trotzdem ist Magnetilo eine gute Wahl, würde ich sagen. Bam, bam. Kann er ruhig einmal paralysiert sein. Ist einfach nie paralysiert. Ich bin enttäuscht, Spiel. Ich bin sehr enttäuscht. Oh, was soll das denn? Nein, verklickt! Danke. Bam. Stil dich, der wird 20. Yay, der wird 15. Doppelkick, oh yeah. Schöne Lebensstelle. Mal das von Phoenix machen lassen. Biss. Okay. Pikachu wird dann von Sabrina zerstört. Bam. Boah. Zähigkeit. Bam, bam, bam. Yay, Level 16. Und ein Evoli nutzt du. Ach komm, das machen wir auch mit. Sabrina. Sabrina muss nämlich schon als Team-Niveau angehoben werden. Außerdem haben wir dann einen sehr effektiven Doppelkick dagegen. Bam. Zugskip. Ja, du, gute Doppelkick mit dem Gesicht und so, ne? Oh nein! Oh! Mein Angriff sinkt. Cooler Augen ist ja die einzige Attacke mit Prio. Also für eine Attacke mit Prio. Ja, yeah, Phoenix schon für 20. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen, in denen ich awesome bin?
der im Hintergrund gerade ein Heuball umgeflogen ist. Super. Und noch einer. Boah, ist echt ein guter Kampf. Mein Ampharos, die anderen hatten auch jede Menge Spaß und es kommt. Darauf kommt es wie es an. Ah, ich wurde verprügelt. Hey, lieber Jürgen, das ist für dich. Angriff plus. Yay. Ein Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerständige Aura, stimmt. Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Mit Angriffsbump erzielt die Attacken Pokémon mehr Volltreffer. Dann spielt die Aura keine große Rolle mehr, oder du holst dir den Kampf durch den Zusatz Otomkraft erreicht wird. Manche Pokémon gewinnt man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Also ein bisschen mal, ich gehe dann mal die Ohren der Farm anschauen. Lange bevor Schild gegründet wurde, als es hier noch nichts gab, sollen die Menschen und Taurus gemeinsam durch die Lande gezogen sein. Hier sind wieder der Spoiler-Typ mit dem Klurak. Ey, jetzt rück ich schon den Silberkorn raus und zwar Dali. Das geht gefällig in Ruhe. Was stört so, dann kann ich nicht anfangen, als beim Item besser handeln. Was? Bekommst du gerufen? Sei so gut und hilf den anderen Pokémon bitte, ja? Was willst du nur jetzt von uns? Soll ich denn ein paar Dresche polieren? Komm, das ist Doppelkampf. Doppelkampf, please! Team Skull macht Stress. Bam, 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 bam. Ja, komm, Doppelkick. Geht immer. Bam, 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 bam. Mensch, was? Was heißt das? Die Nufe bin ich? Yay. All deine Scholz bloß, weil dieses Essen halt ziemlich überwachsen willst. Nix. Wenn du merkst, hast du weniger Glück drauf. Kannst du Gift nehmen, Bullpix. Eigentlich ist alles wieder in Ordnung. Bullpix. Du bist so edgy. Bullpix. Und tschüss. Oh, was hast du? Ich würde mich sehr freuen, wenn du morgen wieder beischauen würdest. Spoilst du mir wieder, oder? Dein Pummel wiegt über 50 Kilo! Grundsätzlich, je schwerer ein Pokémon ist, desto mehr Schaden erleidet es auch. Sieh dich, insbesondere solche Attacke stark davor. Im Pokémon-Text kannst du nachsehen, welches Pokémon wie viel wiegt. Mütung. Alle willst du hier nehmen ruhig. Yay, geil. Mit den Klurak, genau, das ist der Typ, der das spoilert. Magma. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal 5 Minuten Pause. Eine kleine Pause. Das klingt gut. Bis gleich.